Dann Deutschlehrer und ich gingen auf dieselbe Grundschule. Ja. Das hat uns von Anfang an Aber abgeschreckt. nicht in dieselbe Klasse, möchte ich hoffen. Ja, natürlich. Ich bin, wie gesagt, wie war es, 52, glaube Ja, ich. 52. Ja, dann könnte das 52. wirklich passieren. Sache ist eine Höhle unter Wasser. Hallo Minecraft-Freunde, willkommen in der Let's Play Together Staffel 2 mit den üblichen Verdächtigen, nämlich dem Quanox, dem Dani und dem Donkey. Hallo. Ich glaube, der Dunkel ist mittlerweile weg. Stimmt, der hat sich gemutet. Okay, und wir haben hier eine Art Höhle gefunden. Ich weiß nicht, wie weit das noch reingeht. Die Ja, auch nicht. Lava hat sich ja auch verändert Letztes Mal bei hier. Fest. Ja, so viel zum Thema Höhle. Wohl, könnt noch durch diesen Wasservorhang, aber ich glaube, da geht's auch nicht weiter. Nö. Ja, so viel zum Thema Höhle. Aber wir nehmen ein bisschen Kohle mit. Haben wir auf jeden Fall wieder XP. Okay, Dunkel ist ganz weg. Dunki ist ganz weg, Ja, naja. gut, nee, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ah ja, okay. Dann gehen wir doch in die Richtung gleich weiter. Aber erstmal baue ich die Kohle ab. Und ich habe ein tolles Thema, was wir ansprechen können. Und zwar, in letzter Zeit kommt es öfter mal vor, dass YouTuber Synchronsprecherrollen bekommen. Also ich habe zum Beispiel von... Synchron quest ist doch die ganze Zeit schon. Genau, stimmt. Der hat... Was hat er Im bekommen? Lego Batman Movie den Joker gesprochen. Genau, der hat den Joker gesprochen. Und... Ja, immer noch. Ich glaube, Marty hat ins. Nee, Quatsch, Blödsinn. Davis Schulz hat in Zoomania, glaube ich, eine Synchronrolle übernommen. Und, ich wollte. Also, es gab einen riesen Shitstorm unter den richtigen ausgebildeten Synchronsprechern. Dass letztendlich YouTuber denen Ich jetzt glaube, die Arbeit wegnehmen. Ich Das finde glaube ich aber auch. tatsächlich auch, dass das größtenteils nur ist, weil die YouTuber berühmt sind und Publicity bringen. Ja, Natürlich. natürlich. Aber ich finde diesen Shitstorm unangebracht, weil wenn die YouTuber das halt machen, ne? Und dann auch noch gut machen, dann warum sollten die Ja, es die denn nicht Frage ist tun? nur eben halt, könnte es ein professioneller Synchronsprecher besser? Wieso, wenn das Studio, Statt. damit sie, wenn das Studio und der Produzent damit zufrieden sind? Das stimmt natürlich. Dann, wenn sie unzufrieden sind, ne? Also wenn ein anderes besser machen würde, würden sie den anderen nehmen. Vermutlich. Weil zum Beispiel Lego Batman Movie, der braucht Kong nicht. Das lebt auch schon von dem Namen allein. Sagen wir es mal so, Lego Batman ist sicher nicht. Ja, ich muss sagen, nach dem Lego Movie hat sicher die ganzen Lego-Filme sicher einen Ultra-Hype erhalten, nachdem der einigermaßen gut war. Der Film war mega gut. Ich weiß nicht, ich war in dem Film nicht. Doch, doch. Und egal, auf jeden Fall. Du hast recht, die bräuchten Gronkh eigentlich nicht, aber ich denke, es ist nochmal ein super Marketing-Gag, weil sich Leute, die sich jetzt nochmal mit Lego nicht so sehr identifizieren können, weil sie meinetwegen mal, sagen wir mal, zu alt sind, oder sich zu alt fühlen, die gehen vielleicht gerade jetzt die Generation, die jetzt gerade erwachsen wird, die ist, denke ich, auch mit Gronkh so ein bisschen ja, reingewachsen. Ja, ich bin mit Gronkh aufgewachsen, Ich ich bin auch bin. mit Gronkh aufgewachsen. Ja, also so ein Aber zwischen bisschen. uns liegen noch ein paar Jährchen, Phil. Ja. Ach ja, für die Zuschauer, ich bin 57. Ja, ich bin mit Gronkh Ich aufgewachsen. bin mit Gronkh aufgewachsen, ist immer mein Nachbar übrigens gewesen, ne? 2 Jahre lang. Ja, und was ich erwähnen wollte, ich bin 104. Alles klar, Guinness World Records. Nee. Nee. Ja, wahrscheinlich nicht. 120 ist, glaube ich, Okay, irgendwie so, oder keine Ahnung. habt ihr irgendwo Wasser bei meinem Häusern? Ja, Nicht viel, unten. oder was? Ganz viel. Ganzen Fluss. Vier mal vier fällt Erde einfach, oder? Wir haben doch irgendwo eine unendliche Quelle. Ja, genau, neben dem Haus steht eine unendliche Quelle. Ja, aber ich will mir so ein, zwei Felder bauen und dann ist ja blöd, wenn ich dauernd so eure unendliche Quelle hinlaufe Ja, und zum vier mal anderen vier. zurück. Nee, zwei mal zwei. Dann nimm halt zwei Eimer mit und mach die jeweils voll. Dann kannst du dir eine eigene unendliche Quelle bauen. Ja, genau, das Gario, war ja mein Ziel. Ich wollte ja fragen, warum bist ob ich du? Erde machen muss. Also Also ob warum Erde bist reicht. du? Ist da unten noch was? Ich bin gerade am Erforschen, aber es sieht irgendwie schlecht aus. Ich glaube, da war. Ich glaube, das ist schon auch wieder Ende. Ich sehe die. Ach du, da hinten bist du. Mann, bist du weit weg.
Ich hatte das Gefühl, dass das zerklüftet Biom auch irgendwie nicht so viele Höhen hat. Hat es wirklich nicht, das muss ich sagen. Ja, stimmt, wir waren auch ziemlich doof, muss ich sagen. Wir hatten uns ja irgendwann mal einen Stollen angelegt. Tja. Den hätten wir eigentlich weiter verfolgen können. Tja, ja, 500 Meter weg von unserem Haus. Nee, der ist bloß, glaube ich, direkt unter unserem Haus, aber egal. Ja, wir sind 500 Meter weg von unserem Haus. Naja, gut, wir können ja auch sagen, okay, wir gehen. Wie lange nehme ich eigentlich schon? 5 Minuten, glaube ich. wir können ja auch sagen, okay, hey, lass uns doch mal heimkehren, unsere ganzen Vorräte mal verstauen, beziehungsweise braten. Und dann sind wir weiter. Dann können wir den Stollen weiter vervollständigen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Eisen gefarmt. Ich habe zwei Eimer, ist die Frage. Dann mach dir doch einen, mein Gott. Ja, stimmt natürlich. Du, wir farmen hier gerade auch deine Ressourcen, das ist wurscht. Wir teilen alles. Okay, das ist eine Lore, die wollte ich nicht machen. Hier kann sich jeder frei bedienen, der beim Let's Play macht. Verdammte Scheiße, alle anderen bitte nicht. Drei Stück in einem V. Verdammt, darauf komme ich natürlich nicht. Ich mache hier einen Lore, einen Kessel, aber keinen Eimer. Gosh. So. Und da ist ja schon die Quelle. Okay. Ja, gut, ist hier noch ein bisschen Clay? Ich glaube nicht. Nee. Ich mache nachher hier Sand, bis meine Schaufel kaputt ist. Ah, das ist gut. Ich nehme auch noch ein bisschen was mit. Weil meine Schaufel ist gleich kaputt. Unendlich Inventarplatz. Die haben auch irgendwie den Sound, wenn die Schaufel zerbricht oder andere Werkzeuge zerbrechen, irgendwie wieder weggemacht. Nee, ich hab's gehört. Also ich habe keinen Sound. Ja, ich habe auch Sound. Hast du vielleicht ausgeschaltet? Nee. Alter, hier sind drei Zombies oben. Wir müssen oben auch ausleuchten, wo es zu mir hintergeht dann. Ja, go, go. Muss man machen. Ja. Wo fällt denn das Fleisch von den Hühnern? Weil, dass ich mir da 4-5 Dinger snacken kann. Das fällt runter in die Hühnerküche. Muss mal gucken. In die Kisten. Ja. Aber hier sind doch überall Eier drin, hier ist kein Huhn. Ja, dann musst du Eier oben reinwerfen, dann erdrücken sich die Hühner gegenseitig und liefern dadurch das Fleisch. Ach so, ja gut. Was denn? Dann probier ich das gleich mal. Ranax? Ja. Hat es einen Sinn, dass du so reglos rumstehst? Ich genieße den Monduntergang. Ach so, okay. Ich hab Shader drin. Dann bin ich schon beruhigt. Ich habe keine Schaufel mehr. Ich habe auch keine Schaufel, aber ich hatte auch nie eine. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt 3 Stacks Sand, also das sollte reichen. Ja, ich habe 1 Stack und ein bisschen was. Ja, das reicht. Aber ein bisschen Clay wäre noch geil. Da unten ist, glaube ich, Clay, oder? Ist das Clay? Oder ist das Sand? Sand. Meinst du? Muss man, glaube ich, ja. Die Helligkeit ein bisschen höher stellen. Ja, es ist Sand. Es ist alles Sand. Ah ne, hier ist Clay. Hier ist wahnsinnig viel Clay. Ah, hier ist Clay. Hast du Holz dabei? Halt, ich hab Holz dabei. Das heißt, wenn du Stickies oder sowas hast. Ich hab Sticks. Ja. Ich hab Sticks. Machen wir mal schnell eine Steinschaufel oder so. Geht das alles schneller. So. So, bitte sehr. Mach uns mal beide Schaufeln. Okay. Nein! Doch! Ich hab gerade mein Haus unter Wasser gesetzt. Oh! Ich wollte die Werke laufen, wenn mein Haus unter Wasser gesetzt. Nein, doch! Oh. Nein, klar. Du ödest mich an. Nein, Klassiker. Na klar. Ah, sehr gut. Eine Schaufel, mein ganzes Inventar ist wieder ja, gut. Völlig ungeordnet und voller Mist, aber ansonsten geht's uns gut. So. Ah, da drüben ist auch noch was. Ich ertrinke. So. Tonklumpen heißt das mittlerweile. Apropos Ton, ich wurde letztens aus einer Töpferei geworfen, weil ich mich so oft im Ton vergriffen hatte. Pardon. Get out of my jungle. Wir brauchen echt einen Soundboard. Ich weiß ja noch, wie man hier noch was als Input
definieren können am Computer, dann können die mir auf dem Smartphone eine Soundboard machen. Ja, stimmt, das hatte ich ja sowieso vor. Aber ein Smartphone ist dafür eigentlich zu klein, du musst ja schon ein iPad oder was nehmen. Ja. Wow! Ich bin gerade fast wieder runtergefallen. Ich dachte, Danke. Doppelseitig gibt. Alter. Ich hasse diesen Typen. Holz. Nein, Holz ist so wertvoll. Erde. Das ist ja auch eine merkwürdige Konstruktion hier mit der Säule, die hier drin ist. Ja. Der World Generator ist manchmal wirklich merkwürdig. Naja, gut, hier wird er natürlich aber auch extrem zerstört. Ja, sieht auch. Im Moment sind ja auch nicht so viele Fehler eigentlich. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Auch in der Natur gibt es ja öfter mal solche Säulen. Ich denke nur an die Tropfsteinhöhlen. Die guten alten Tropfsteinhöhlen. Ich finde, sowas sollte es in Minecraft auch noch geben. Wie willst du das machen? Naja, zum Beispiel, es gibt ja Zaun. Steinzäune? Ja, so Tropfsteinzäune. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar eine Mod dafür. Vielleicht, aber ich fände es cool. Mit einer ordentlichen Musik und der schönen Atmosphäre, da stell mir cool vor. Tropfsteinhöhlen. Am besten noch so ein schönes Tropfen als als Steinhöhlen. Als atmosphärischer Sound, dann müssen alle aufs Klo, wenn sie drin sind. Boah, meine FPS droppen gerade auf 20 oder so. Wegen dem Regen. Also ich habe konstant 60. Ja, also gut, ich habe auch Shader. Ja gut, das stimmt. Ich habe 46. Ohne Shader. Ja gut, dein PC ist aber auch... Was hast du? Nennen wir es nicht mehr der neueste. Ja, okay, das ist... Oh shit, ich glaube, mein Inventar ist voll. Das ist so schön diplomatisch gesagt. Ja, hat mein Deutschlehrer auch immer gesagt. Wie war das? Hausaufgaben, ja. Das ist jetzt etwas suboptimal. Und dann hat auch der Deutsche ja gesagt, ja, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, dann Deutschlehrer und ich gingen auf dieselbe Grundschule. Ja. Aber nicht in dieselbe Klasse, möchte ich hoffen. Ja, natürlich. Ich bin, wie gesagt, wie war es, 52, glaube ich. Ja, 52. Ja, dann könnte das wirklich passieren. Stimmt, ja. Wo, also, wenn ihr könnt mich auch gerne Daniel Graubart nennen. Graubart. hier unten, ich habe noch eine Höhle gefunden beim Clay buddeln. Das ist eine Schlucht. Daniel der Graue. Genau. Hier ist eine Schlucht. Merkt ihr das mal? Dann gehen wir diese Schlucht irgendwann mal an. Also demnächst, aber mein Inventar ist voll und ich würde gern vorher das ganze Zeug zwischenlagern. Ich schaue jetzt mal rein, vielleicht geht's ja eh nicht weiter. Das kann sein, ja. Stimmt, bevor wir uns jetzt hier die Mühe machen und... Okay, ich wäre fast gestorben. Perfekt. Perfekt. Aber hier ist eine Spinne. Spinne springt mir ins Gesicht. Creeper. I think I spider. Ja, man hört's. Kannst du mal kurz zu meinem Haus Hinterkunft filmen? Ich würde dich mal fragen. Ich bin Anbau. In einer Schlucht. Ja, dann. Ja. Das wäre cool. Mach ich dann. Ist ja super. Frag ihn halt jetzt was, oder ist das nicht jugendfrei? Oder habt ihr irgendwo Seerosen rumliegen? Das wäre noch geiler. Nee. Wir könnt ihr welche mitbringen? Welche mitbringen. Boah, das wär genial. Hier geht's weiter, glaube ich. Es geht weiter? Okay, dann. Nee, doch nicht. War nur ganz kurz. Ich bin stolz auf euch. Auf euch? Ja, nachdem ich gesagt habe, das war nur ganz kurz, hat keiner gesagt, that's what she said. Ich bin stolz. Aber das sagt man ja auch nicht, wenn... Egal. Also Quarks hat es, glaube ich, schon mal erlebt. Der spricht aus Erfahrung. Und ich muss es wissen, schließlich stalke ich Quarks. Ja. Das hatten wir auch mal in der Folge rausgefunden. Hey, wer stalkt Quarnox nicht, ist die Frage. Quarnox ist einfach so ein mega geil, den muss man stalken. Jeder will mich stalken, ist auch klar. Ich gebe euch auch so meine Nummer. Müsst ihr nicht irgendwie euch erschleichen, ja? Woher nur?
Das ist eine gute Frage. Ja, Skandal. Dani hat Quarks Nummer. Oh mein Gott. Gib sie mir wieder. Ja, sonst schiebt ihr zusammen eine Nummer, oder? Ja. Er hat mir die Nummer geklaut. Da muss ich mich nicht mal anstrengen, um das zu machen. Oh Gott. Okay, dann bringe ich euch mal eure Eimerchen wieder. Das ist schön. Ich muss mal überlegen, was ich jetzt als nächstes wegschmeiße. Zum Beispiel das verrottete Fleisch. Clay. So viel Clay, ey. Dann nehme ich gern alles an. Oh. Und hier, Moment. Hier haben wir jetzt erstmal ein Haus gebaut. Kann sein, ja. Hast du noch Holz? Nein. Kannst du eins farmen? Dann machen wir noch mal eine Schaufel, weil hier ist ein ganz großes Clayfeld und ich habe keinen. Kann ich ein Holz farmen, ja. Wir brauchen da mehr Holz. Wir brauchen mindestens zwei Rohholz. Zwei Holz. Eins Holz. Das ist wildes Holz, Mann. Eins Holz. Zwei Holz. Ja, das ist voll eins nice. Das ist voll eins nice vom, keine Ahnung, Awesomeness her. Awesomeness-Faktor her. Ach, ja, du hast ja dein Crab-Schwert, Mann. Du hast eh schon plus zwei Punkte auf Awesomeness. Stimmt. Allein das ist ein Schwert schon. Moment, hier habe ich einen Schaufel für dich. Wo bist du? Einen Schaufel vor allem. Einmal wieder in die Truhe. Also Lappen braucht ihr ja nicht, ne? Die jeder auf der E zusammen rum. Ja, wir putzen schon alleine. Wir verputzen alles. Oh, das ist aber auch, servertechnisch, ach nee. Die Performance ist echt. Ich mache mal die Shader aus. Nee, ich meine jetzt eigentlich die Performance vom Server. Das liegt nicht an dir. Also bei mir läuft alles perfekt, muss ich sagen. Nee, gerade eben ist so eine Abbauanimation gestockt. Jetzt mache ich mal Shader komplett aus, dann läuft es bei mir auch perfekt. Ja, 270 FPS. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ah, cool. Nur dieses Texture-Pack ist ganz ungünstig. Warum? Boah, ich glaube, ich muss dann im Laufe der Session... Nicht durchs Wasser. Ich glaube, ich muss im Laufe der Session noch so den Weg von meinem Haus zu euren Häusern optimieren. Ja, die müssen ja generell Wege erschließen, weil, ist ein bisschen Wegoptimierung. Und einfach mal vielleicht diese Floating Island schöner machen, also schöner gestalten, nicht nur so ein baggiges Ding ist. Ja, wir stehen auch noch völlig am Anfang. Man muss ja sagen, wir haben in der letzten Season, haben wir glaube ich 200 Folgen oder gebraucht, um uns da halbwegs einigermaßen einzurichten. Und ich habe noch die Map der alten Season. Das wäre nett, weil dann könnten wir die mal wieder rausholen und vielleicht mal ein paar Retro-Folgen machen. Ja, können wir machen. Wäre doch mal geil. Ich hoffe, dass ich die noch habe. Dann hoffentlich auch die neueste Version. Nicht, dass wir dann gerade dabei sind, den im defekten Chunk zu bauen. Das war wunderbar. Alter, was war das für ein Fail? Und vor allem, dass wir gerade diesen Chunk ausgewählt haben. Natürlich, wir suchen natürlich immer genau den Chunk aus, der nicht funktioniert. Ja, das war Wahnsinn. Aber was das für ein Zufall ist, ne? Ich nehme an, dass die Welt, dass die Erde kaputt ist, aber trotzdem. Dass wir gerade so einen Chunk erwischen. Ich bin froh, dass wir nicht gleich dort angefangen haben. Stimmt, ja. Obwohl, ich nehme an, dass die Welt, dass das zustande kommt. Ein Hexenhaus. Ich nehme an, dass das zustande kommt durch die vielen Versionen, durch die wir gegangen sind. Hey Phil, weißt du, wie ich noch mehr Birkenlaub bekomme? Indem du Scheren nimmst und dann Birkenlaub aufbaust. Ja, wunderbar. Was schmeiß ich denn als nächstes weg? Die Eier. Eier, wir brauchen Eier. Wie lange geht denn die Folge noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist super. Professionalität. Ja, echt. Naja, ich muss ja sagen, ich will jetzt den Zuschauern auch nicht gleich den kompletten Kulturschock bieten. Ne? Ja. Dass wir jetzt plötzlich professionell werden, das sind die sonst gar nicht gewohnt. Die denken ja dann, das hat ja dann überhaupt keinen Wiedererkennungseffekt mehr. Ja, eben, Ghostwriter. Genau, aber es ist nur noch alles geskriptet, da bist du jetzt professionell. Ja. Also ich habe jetzt so viel Clay, dass du damit zwei Häuser bedecken kannst.
Ja, ich auch ungefähr. Das wird auf jeden Fall eine schöne Schlacht. Ich nehme jetzt noch ein paar Seerosen mit und dann würde ich sagen, geht's in Richtung Heimat. Aber die Stelle merken wir uns, da sind noch ein bisschen mehr Clay. Ja, Seerosen nehme ich auch noch ein paar mit. Das wäre super, ich brauche die nämlich. Weil wir hatten ja sowieso vor, einen Magierturm zu bauen. Ich hab's schon gesehen. Ja, wir haben nämlich eine Wand der Ideen. Der Wand da steht der Ideen. Die Wand der Ideen, genau. Da steht eigentlich nur Wand der, aber es ist scheißegal. Wand der Ideen. Ernsthaft, da steht Wand der Ideen bei dir, weil bei manchen Texture Packs und auch im Default steht da nur Wand der. Ich weiß nicht. Mir steht Wand der Ideen. Okay. Vielleicht haben sie es auch optimiert jetzt, aber auf jeden Fall. Nee, ich hab einen Texture Pack von Phil. Ach so, ja. Okay. Weil, ja. Aber einen Magieturm wollte ich tatsächlich damals mit Phil auch schon bauen. Weißt du noch, Phil? Ja. Auf deinem Sommer. Oh, da ist ein Schleim. Ja, dann töte ihn mit der Hand. Mit der Hand? Moment. Mit der rohen Faust. Dann hast du die höhere Wahrscheinlichkeit, Slamballs zu kriegen. Ja, ich hab bloß, mein Inventar ist voll, ich will nichts wegwerfen. Du kannst auch mit dem Erdblock zuschlagen, das macht auch einen Schaden. Mach ich Sand. So, wir haben zwei Slamballs gekriegt. Sehr schön. Nur müssen wir noch einsammeln. Ja, was schmeißt man dafür weg? Nehmen wir noch mal. Und Büffel, Sand hast du? Ich hab 3 Stacks. Genau, hast du genau 3 Stacks? Nein. Weil dann könnte ich dir 17 Stück noch geben, dann hätte ich einen frei. Ja, perfekt, dann habe ich noch Zeit. Zeit. Ja, ich habe noch Zeit. Wie ertragreich war eure Expedition denn eigentlich? Oh, sehr ertragreich. Ziemlich. Nicht das, was wir wollten, aber sehr keine ertragreich. Keine Dias, aber ansonsten passt. Oh. Wie viele Seerosen brauchst du denn? Ich nehme einfach nur einen ganzen Stack jetzt. Ja, ich Stack gleich auf jeden Fall. Ich brauche wahrscheinlich nicht mal einen halben Stack. Ich brauche nicht mal einen halben Stack. Okay, weil ich habe jetzt, 28, das müsste ja. Seerosen kann man nie genug haben. Fall. Ich habe 61. Warte, ich glaube, ich brauche so, ja, keine Ahnung, 20 oder so, ungefähr. Ah ja, okay. Aber mehr als genug. Ja, jetzt habe ich einen ganzen Stack Seerosen, dann. Perfekt, das. Nach Hause zu gehen. Wo ist denn in Richtung nach Hause? Aber das ist, glaube ich, bei diesen Wasserfällen links. Gehen wir Richtung Hause? Würde ich sagen. Da hinten ist, glaube ich, noch ein Hexenhaus, ne? Hexen. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange wir aufnehmen. Ja, das ist wunderbar. Ja. Genau hier waren diese riesigen Wasserfälle. Genau. Hätte ich ja gern gebaut. Aber wurdest du bestimmt. Ja. Ja, kannst ja trotzdem dort bauen. Ja, schon, dann müsste ich aber wirklich Command-Blöcke verwenden. Wir könnten ja generell uns mal so eine riesige, schwebende Schaltstation bauen, wo man sich überall hin teleportieren kann. Ja. Dann hätten wir auch das Problem mit den, dass wir ab und zu unzufrieden sind mit den Orten, wo gebaut wird. Aber. Jo. Können wir machen. Ja. Hätte ich Lust drauf und ganz ernsthaft. Dann würde ich eben halt Command-Blöcke noch cheaten und anschalten, vermute ich auf diesem Server. Ja, leg doch mal ein Stack in die Kisten, mein Gott. Wie stelle ich mir eine Schere her, Phil? Zwei Eisen schräg übereinander. Ah, wunderbar. Merci. Wie ich das halt immer noch auswendig weiß, ne? Ja, natürlich, das vergisst man nicht. Das ist wie Fahrradfahren, mein Gott, spielen. Das vergisst man nicht. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ich bin bald wieder zu Hause, ich muss mich hier bloß noch ein bisschen, ich mach noch ein paar Spaziergänge. Warum haben die Gelegenheit beim Job verpasst? Schwarzeichen Laub, das brauche ich nicht. Was? Nichts, ich habe aus dem falschen Laub abgebaut. Was? 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 Du traust dich hier das falsche Laub abzubauen? Schäm dich. Nichts. Da hinten ist sogar eine Badewanne, wie geil. Ja. Das ist eigentlich unser Pool, den wollten wir auch noch ausbauen. Badewanne. Ja, am Anfang dachten wir machen eine Badewanne und dann ist es ein Pool geworden. Ist trotzdem was wie eine Badewanne. Wir können ja sagen, okay, das ist ein Pool-Club, der sich die Badewanne nennt. Pardon. Ein so eine Körbe. Nee, ganz ernsthaft, ich finde das eigentlich, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ja, ist eine gute Idee. Die ist so scheiße, dass sie schon wieder gut ist. Mal schauen, wie viel Eintritt verlangen wir? Mitgliedsbeitrag?
2 Gold. Ja, der VIP ist dann 2 Dias, ne? Genau. Ist die Frage, wen laden wir ein? Becky? Ich kenne keine Becky. Ich kenne vermutlich auch nicht die Becky, die du meinst. Ah, stimmt, wir haben jetzt zwischen den Folgen gar nicht geklärt, wer Becky ist. Ja, das stimmt. Naja, kann ich dir nach der Folge erklären. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge geht. Ich nehme an, die ist schon um. Vermutlich. Vermutlich, ja. So, das heißt, ich lege jetzt mal den ganzen Shit so in die Öfen zum Brennen und dann beenden wir die Folge. Und dann erkläre ich dem Qualmox, der sich ja schon drauf brennt, wer denn weg ist. Natürlich. Natürlich. Das kann man warten. So. Okay, dann beende ich die Folge an der Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao. Tschüss.